Hallo und herzlich willkommen bei den Lucky Campern. Tag. Tag. Also, wir sind hier in Alpenkaravanpark Tensee. Das liegt zwischen bei Krün, zwischen Mittenwald und Garmisch. Ungefähre Höhe ca. 900 Meter. Schön am See gelegen. Tensee eben. Der Tensee. Wobei der Tensee jetzt selbst nicht so groß ist. Das ist eher so ein bisschen Feuerlöschteich. Aber gut. Sieht schön aus. Bannsee. Ja, wir sind auf diesen Campingplatz gestoßen. Wir haben ein bisschen gestöbert, weil wir ja immer suchen auch nach Campingplätzen mit Hunden. Und ja, das ist immer unser Hauptargument, Hund. Kleinigkeiten über den Platz als solches. Anfahrt, fangen wir so an. Im Winter, denke ich mir mal, machen sich viele auch Gedanken, wie da die Anfahrt ist, von wegen Höhenlage, Schnee und. Also die Anfahrt ist hier platt, kann man schon so sagen, oder? Die ist flach, die sind breite Straßen, ist null Probleme. Wohnmobile, Gespanne, auch 2,50 Meter Breite, das ist kein Problem, denke ich. Nein. Vom Platz her selber war ich schon ein bisschen überrascht, als wir hier angekommen sind, wurde der Wohnwagen gewaschen, das Zugfahrzeug wurde gewaschen, ganz klar Daumen hoch. Ich habe mich mit dem Menschen noch unterhalten, der da eine, ist keine Waschstraße, aber das ist so ein Platz zum Waschen. Und da habe ich mich mit dem mal unterhalten, warum die das machen oder ob ich das machen lassen muss, weil die da mit einem Dampfstrahlkärcher-Gerät da dran gehen und da bin ich mal ein bisschen skeptisch wegen den Dichtungen. Ist aber ganz, ganz wenig Druck nur drauf. Das machen die, damit hier kein Salz auf den Platz kommt. So war die Aussage von der Straße draußen. Das war schon mal sehr gut. Wann haben wir dann? Sind wir in die Rezeption. Sehr nett, muss ich sagen. Alle übrigens hier auf dem Platz. Sehr nett, sehr hilfsbereit. Kann man nur sagen. Also, ja. Richtig toll. Ja, ansonsten haben wir Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten vom Platz sind ganzjährig, ganz klar. Schrankenzeiten sind von 7 Uhr bis 12.30 Uhr ist geöffnet. Von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist Mittagsruhe, da ist die Schranke zu. Und ab 22 Uhr abends ist sie zu. Was können wir sonst noch sagen? Was ist wichtig? Fähr- und Entsorgung. Wir haben jetzt hier am Platz, oder grundsätzlich gibt es hier an den Plätzen Wasser, Abwasser, Strom, Fernsehen, also TV-Anschlüsse, allerdings nicht die zum Schrauben, sondern die zum Stecken, keine Ahnung wie die heißen, und Gas. Aber nicht auf jedem Platz. Nee. Aber die haben grundsätzlich, kann man hier auch Gas, also sich an der Gasleitung anschließen lassen. Idealerweise braucht man dafür eine Außengassteckdose, die wir jetzt nicht haben. Ja. Wir haben es aber dennoch versucht, oder der Betreiber hat es versucht, das anzuschließen. Ging auch, nur ich habe die Duo-Control drin und da wird der Druck anders geregelt. Und dann hat das nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, von der Gasflamme her, die war nicht kräftig genug. Aber wie gesagt, die haben sich sofort Mühe gegeben, das probiert und geholfen dabei. Genau, der Oberhammer fand ich jetzt, oder ist hier auch wirklich vonnöten, will man so sagen. Der Platz ist terrassiert angelegt. Das heißt, wir sind jetzt ganz, ganz oben. Also Sonnenterrasse. Wie heißt das Ding? Haben wir einen Platzplan hier? Haben wir. Ich glaube A2 oder sowas. Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Dann gehen wir ran. Da, wo es so rosa ist, da sind wir. A2. A2 ist, ja, nicht anders zu erwarten bei Lucky Campern, der höchste Punkt. Ja. Ein super Ausblick über den gesamten Platz, über die umliegenden Berge. Sehr schön gelegen, aber wie gesagt, die Anfahrt ist dann ein bisschen schwieriger, aber die machen sofort am Anfang
wird gar nicht großartig diskutiert. Die holen den Trecker und ziehen den Wagen nach oben. Ne? Was Sinn macht. Wackelt man nicht so, die Kamera wackelt. Was dann halt auch, wie gesagt, Sinn macht, weil es teilweise solche Schrägen sind, die dann hochgehen. Nicht nur das. Die haben ja letzten Endes so ein Trecker-Zieh-Service, wie auch immer man das hier nennt. Die nennen das irgendwie, aber irgendwie, keine Ahnung. Schlepp-Service. Schlepper-Service, genau. So, und das macht ja vielleicht auch Sinn. Wenn man sich jetzt mal die Wege hier anguckt, sind breit, gar keine Frage, sind aber terrassiert, das heißt, da geht es auch schon mal richtig hoch. Und wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, was vielleicht nicht so gut motorisiert ist, ein Zugfahrzeug, dann habe ich, glaube ich, ein kleines Problem, weil, was ist das hier, 12-13% Steigung, gar kein Thema. Also da muss es schon irgendwie hochkommen. Und im Winter, wenn man kein Allrad hat oder dergleichen, wird es schon kritisch. Und die ziehen dir den Wagen hier hoch, den Wohnwagen, den stellen sie dir so hin, das machen die jeden Tag. Die wissen genau, wie der stehen muss und der Wagen, der stand gerade. Also wir brauchten nur noch diesmal vorne und gar nichts ausgleichen. Kein Keil drunter, nichts. Ja, weil der hier komplett gerade ist, der Platz. Also wirklich sehr schön. Die haben sofort Holzpaletten mitgenommen, die man sich ins Vorzelt reinlegen kann, weil der Untergrund dann doch, wenn es taut, ein wenig matschelig ist. Wohl fest, aber halt eben so ein bisschen matschelig. Die kommen mit zwei Fahrzeugen. Der Trecker, wo der Wohnwagen dran ist, und irgendwie so ein Golfmobil, wo da noch einer dabei ist, der die ganze Technik anschließt. Gas, ne, sowas. Perfekt, astrein. Man kriegt einen eigenen Schlüssel für seinen Stromkasten. Da kann man jederzeit dran, also da brauche ich auch keinen rufen, wenn da irgendwie mal eine Sicherung rausfliegt oder sowas. Was allerdings noch nicht passiert ist. Aber von der Warte aus, servicetechnisch, Bombe. Mega guter Platz. Echt super organisiert hier. Ja. Ja. Was haben wir denn noch so? Wir haben uns hier ein paar Notizen gemacht. Wir sind ja schon ein paar Tage hier am Tennsee. Und wollten das auch nicht sofort am ersten Tag hier abarbeiten. Erstmal gucken, was die alle so Positives und oder auch Negatives haben. WLAN haben sie. Direkt hier über uns ist die Antenne. Perfekt. Ja. Allerdings, die nehmen Geld dafür. Jetzt muss ich kurz überlegen. Eine Woche 15 Euro. 24 Stunden, eine Woche lang. Ja. Wenn man ankommt, kriegt man eine halbe Stunde erstmal gratis. Genau, zum Austesten. Für Mama und Papa sagen, wir sind gut angekommen und so. Keine Ahnung wofür. Aber die sind relativ schnell weg. Ansonsten gibt es noch eine Stunde, einen Tag, 24 Stunden. Was kostet eine Stunde? 3 Euro, einen Tag 5 Euro. Ja. Und dann eine Woche 15 Euro. Und ja, 2 Wochen 30, denke ich. Die aber nur zählt, wenn man im Internet ist. Also wenn man sich wieder abgemeldet hat, zählt es nicht. Das heißt, man könnte dann mit einer Woche auf 14 Tage auskommen, wenn man jetzt nicht so oft im Internet ist. Ja, man kann abmelden und wieder anmelden und dann läuft die Zeit dann oder wird die Zeit gestoppt. Genau. Das ist kein Problem. Ja, Hunde sind erlaubt. Hunde, Hundetüten, Kotbeutel liegen aus. Ja. Da unten? Ja, eine Stelle habe ich bis jetzt entdeckt. Beziehungsweise zwei Stellen habe ich entdeckt. Auch sehr hundefreundlich und auch die umliegenden Restaurants, wo wir mal waren, noch zusätzlich darf man einen Hund mitbringen. Also die sind da alle hier in dem Umfeld sehr hundefreundlich. Ja, vielleicht nochmal kurz zu dem Platz als solches. Es gibt ein zentrales Sanitärgebäude. Da kriegt man auch sein Frischwasser, was natürlich jetzt im Winter abgestellt ist. Da kann man seine Toilettengänge machen. Da hat man dann noch Waschmaschinen. 3 Euro eine Ladung. Trockner ist umsonst. Ach, ist das so? Ja. Okay. Da gibt es noch einen Skiraum. Für die Hunde noch einen Hunde-WC, so eine Hundedusche. Und natürlich auch die Entsorgung hier, Chemietoilette, ganz normal. Ja. Wie man das so kennt. Einen kleinen Minimarkt haben sie. Ja. Wo diverse
Dinge zu kaufen alles, sind. Da kriegt man alles. Campingplätze zu kaufen, Campingartikel noch zu kaufen, ja. Morgens seine Brötchen, auch sonntags, ne? Ja. Wobei jetzt in der Nachsaison, nach Weihnachten, Silvester, haben die nur einen halben Tag geöffnet. Die sagen einfach halt, das lohnt sich nicht den ganzen Tag. Macht ja auch Sinn. Ich meine, für die paar Leute, die hier sind, reicht das auch einen halben Tag geöffnet. Es kann sein, dass nächste Woche, wenn vielleicht mehr ist, sobald es mehr wird, machen die auch wieder einen ganzen Tag auf, hat er gesagt. Aber jetzt haben sie erstmal nur einen halben Tag auf. Brötchen kann man auch bestellen, also das heißt, wenn ich eine Bestellung aufgebe, dann bin ich jetzt nicht an irgendwelche Zeiten, außer die Öffnungszeiten, gebunden, dass ich da meine Brötchen kriege. Eine Auswahl von bis ist auch da. Ja. Ja, also von den Plätzen her selber ist es wirklich so, man hat, also wenn man jetzt wirklich die Berge sehen möchte, als Ausblick, dann hat man das nicht an jeder Stelle des Platzes. Also da gibt es diesen B1, der ist in der Mitte, hinter den Sanitärgebäude, da kann man nichts sehen. So, dann gibt es ja noch den Bereich Himmelreich, der ist auch sehr schön. Gut, hat man auch relativ weite Wege dann zum Sanitärgebäude. Und wie gesagt, wir sind oben hier A2, wie nennt sich das? Sonnenterrasse? Keine Ahnung. Sonnenterrasse. Ja. Also zu empfehlen ist auf jeden Fall der Bereich A2 und auch der Bereich B1. Da steht man direkt am Biotop Tensee. Sind aber unterschiedlich. Also bei der Anreise sollte man oder vorher mal anrufen, die haben nicht alle Versorgungsstellen da. Also wenn man jetzt unbedingt auch Gas haben möchte, dann glaube ich, geht das an diesen direkten Biotop, an den B1 nicht so wirklich. Die haben den dann nicht, da ist dann halt nur Wasserversorgung und Abwasser ist da auch noch nicht. Aber wie gesagt, das sollte man mal erfragen. Wichtig ist einfach nur zu wissen, dass man auf dem Platz hier, Tensee, also Alpenkaravanpark Tensee, da sollte man dann schon genauer mal hingucken, wo man sich da hinstellt oder wo man sich hinstellen möchte, wenn man entsprechend Panorama haben möchte. Ne? Also das kann man schon so sagen. So, würde ich nochmal zu den Sanitäranlagen zurückkommen? Frauending, ja. Positiv. Man hat alles Einzelduschkabinen, Einzeltoiletten, wird einmal am Tag komplett zugemacht von 14:30 bis 16, halb drei bis 4 Uhr. Da machen die das komplett einmal alles sauber, ist gesperrt, ist aber vorne angeschlagen, also man wird nicht überrascht irgendwie, man weiß genau, dann und dann ist es zu. Also wie gesagt, sehr schöne Anlagen. Man hat eine, die Duschen sind feste Duschen, also ordentlicher Wasserstrahl, schön heiß. Alles wie gesagt Einzelkabinen. Was nicht so schön ist jetzt für, was ich festgestellt habe, es fehlen die bei den Toiletten für die Damenhygiene, die Eimer sind keine vorhanden. Finde ich jetzt nicht so dolle. Auf den Sanitäranlagen, in den Sanitäranlagen sind generell auch Eimer da. Man muss ein bisschen gucken, wo dann da mal einer steht. Ja, ansonsten sehr sauber, ordentlich, schön. Schön gemacht mit Föhn. Also man hat da wie bei den Schwimmbädern so einfache Föhns. Föhnisse. ja, wenn man jetzt da nicht unbedingt Wert drauf legt, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt meinen eigenen Föhn haben, tun die es auch. Ja, das kann ich nur zu unseren Sanitäranlagen sagen. Finde ich sehr schön. Also unsere, also die Herren Sanitäranlage, ja, sind so ziemlich identisch, ne? Mhm. Also wir haben dann auch keine Körbchen für Darmhygiene. nein, sind wunderbar. Also ist picobello sauber, kann man nicht anders sagen. Ist immer reichlich Toilettenpapier da. Sind so Hygiene-Dingerchen da, die man da, glaube ich, rausziehen kann.
Bei uns hängen da zumindest so welche, da kann man so bei uns sind Spray, genau. Also Hygienespray. So Desinfektionsspray, so kann man. Was man im Winter hier definitiv beachten sollte, die streuen nicht überall. Ja. Es ist hier teilweise, sorry, dass man das sagen muss, vielleicht sehen ja die Besitzer das hier, arschglatt. Yep. Christine hat sich schon auf die Fresse gelegt, beziehungsweise auf Steißbein. Ich bin auch schon mehrfach, musste ich mich aus der Hüfte heben. Es kommt dazu, bevor wir gekommen sind, es war ja alles verschneit, dann hat es richtig derbe geregnet. Dadurch ist natürlich alles hier total vereist. Ne? Also das muss man dabei sagen, ist wahrscheinlich jetzt nicht der Normalzustand, aber dafür könnten sie ein bisschen mehr Schotter streuen an manchen Stellen, muss ich sagen. Also man läuft hier sehr eierig. Vorgestern Morgen, als ich Brötchen holen war, lachte auch eine Dame wie ein Käfer auf dem Rücken. Also man muss hier wirklich ganz derbe aufpassen, was dann wiederum auch halt nicht so schön ist, weil die Nebenwege, jetzt alles, was außerhalb des Campingplatzes ist, die dementsprechend auch total vereist ist und man hier jetzt momentan leider nicht so schön spazieren gehen kann. Also mit dem Hund ist das dann ungünstig. Ich hatte es, wie gesagt, versucht. Ich wollte einmal um diesen schönen Biotop-Tensee drumherum laufen, aber habe dann abgebrochen, nachdem ich dann auch wie ein Käfer auf dem Rücken lag. Ich muss ja schon sagen, also wir haben wirklich vernünftiges Schuhwerk. Also das ist aber blankes Eis. Also da muss man schon zwei Katzen irgendwie finden und gucken, dass man da... Ja, oder man nimmt Socke dann drüber, sich also vorsichtshalber diese Spikes, die man ja irgendwie unter die Schuhe schnallen kann, ne, die gibt's ja auch. Gut, jetzt wissen wir aber auch nicht, ob das tatsächlich jetzt nur dieses Jahr so ist, weil es jetzt wirklich kurz vorher geschüttet hat hier wie blöd und in der Nacht gefroren hat. Ja. Also, okay. Chemietoilette Entsorgung. Da gibt es auch noch eine Kleinigkeit. Also die Entsorgung selber, das Ausgießbecken, alles gut. Wasser ist da zum Nachspülen. Hände waschen kann man sich da mit Seife. Waschbecken ist alles da, aber leider keine Papierhandtücher. Die sind nicht da, das heißt mit nassen Händen raus. Also da wäre mit Sicherheit auch noch Bedarf, da mal was nachzubessern. Ansonsten haben wir sonst nichts Negatives. Also ist schon Jammern auf hohem Niveau jetzt, ich weiß. Ja. Aber nichtsdestotrotz darf man es ansprechen oder möchten wir es auch ansprechen, ist schon wichtig. Worauf zu achten ist, wenn ihr euch für einen dieser oberen Plätze entscheiden solltet, nehmt vernünftige Haken mit. Wir haben es in der zweiten, dritten Nacht erlebt. Also es war ein Föhnsturm hier. Eine schlaflose Nacht für mich auf jeden Fall. Ich werde es mal da oben verlinken. Es hat hier gestürmt und da kriegt man hier so richtig schön die Breitseite Südwesten mit. Und hier oben auf dem Berg ist natürlich dann flogen die Heringe ein bisschen durch die Gegend. Die Sturmbänder sind abgegangen. Also da muss man dann schon ordentliche Haken haben, dass das hält. Ich guck mal, ob ich das hier einblenden kann. Unser Wohnwagen-Arsch, der ist praktisch so direkt am Hang. Also, wenn da so ein bisschen jetzt der Wind runtergeht und keine Keile drunter sind, dann kann es auch mal sein, dass der anschließend so steht. Also, aber der Blick ist fantastisch. Ja, der ist einfach fantastisch. War auch nur jetzt eine Nacht gewesen. Ne? Also, das ist vom Prinzip unsere Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Was noch zu erwähnen ist, positiv, damit wir nicht negativ abschließen, ist definitiv so eine Hähnchengrillbude hier. Ja, werden wir demnächst mal austesten. Also Hähnchen und Haxe? Ja, am Samstag, Sonntags machen die das immer. Mal gucken. Vorbestellen an der Rezeption? Jo. Und dann kriegt man seinen Gockel da oder ein halbes Schwein auf Toast oder was auch immer. Ich denke, das wär's fürs Erste, ne? Haben wir's, ne? Also erst ist mal was den
Platz. Ja, der Platz ist soweit. Also betrifft. Auch definitiv geeignet für große Wohnmobile. Hier stehen einige rum. Wie heißen die? Morellos und dergleichen und Concorde. Und also ist Platz. Ist für einen Caravan so ziemlich der schönste Platz. Ja. Kann man schon so sagen. Ja. Man ist ein bisschen weiter jetzt so laufen zu den Sanitäranlagen. Ja, man hat einen kleinen Berg, ne? Was dann halt durch dieses Vereiste immer eine eierige Anlage ist. Also wir haben unsere Aktivitäten, sprich Spülen und so, in den Wohnwagen dieses Jahr verlegt. Ja, so viel zum Tennsee. Ja, ich möchte noch einmal dazu, ist ja mein Steckenpferd. Ich muss ja immer sofort alles an Karten, Material, was ich an der Rezeption finde, muss ich ja immer sofort horten. Man kriegt hier einige Informationen über die Umgebung, sprich Mittenwald, Krün, Wallgau, Garmisch, Garmisch-Partenkirchen. Da kann man immer schön blättern, findet einige Informationen, auch Ortspläne, die dann doch schon manchmal hilfreich sind, wenn man Stadtpläne, genau. Dann kann man sich da informieren. Jetzt habe ich mich schon, da stehen auch Zugverbindungen drin. Wir wollen jetzt nochmal nach Innsbruck und haben uns entschlossen, mit dem Zug zu fahren. Zum einen wegen des Pickals für Österreich brauchen wir da nicht. Brauchen nach keinem Parkplatz suchen. Und da stehen auch sehr schön dann die Abfahrtzeiten, wo, wer, wann, wie, wo. Ne? Also die Fahrpläne dann auch drin in den Informationsblättern, die man sich dann an der Rezeption holen kann. Ja. Dann Steckenpferd abgearbeitet. Ja. Gut, wir werden weiterhin berichten. Also, haben wir soweit. Jo. Dann wünschen wir euch was sehr, sehr Schönes. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.